Hier heute für euch zwei Teile. Ich habe den ersten Teil so aufbereitet, dass wir das Balance-Konzept besprechen. Für die neuen Gäste, die ganz neu dabei sind, vielleicht auch so ein bisschen Grundlagen zum Fettstoffwechsel, Grundlagen zur Fettsäure, wie wichtig sie in unserem Körper sind. Und im zweiten Teil möchte ich dann auf das Thema Insulin eingehen, Ballaststoffe, Versorgung mit Vitaminen und natürlich Darmgesundheit, weil wenn wir über Gewichtsabnahme, was heute auch mein Special ist, oder sagen wir es mal einfach mal so, gesundes Körpergewicht sprechen, dann sprechen wir immer über einen sehr gut funktionierenden Stoffwechsel. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen. Also hier bitte auch immer verstehen, dass es nicht diese eine Version vom Abnehmen gibt, die so einfach ist und wo es die Tablette gibt, die wir alle nehmen. Es hängt meistens mit unserem Sättigungsgefühl und mit unserem Blutzuckerspiegel zusammen. Also da werden wir dann auch noch im zweiten Teil gleich dazu kommen. Ja. Jetzt stelle ich mich erstmal vor, denn die neuen Gäste, die haben noch gar nicht meinen Namen erfahren. Gerade habe ich gemerkt, wenn ich mich recht erinnere, das geht noch ganz gut. Ja, ich teile mal meinen Bildschirm hier. Sekunde. Müssen wir gerade hier rüber auf den hier. Genau. Und dann gehen wir auf Freigeben. So, dann müssen wir schon da sein. Sehr gut. Ja, da bin ich auch schon in voller Blüte, hätte ich schon gesagt, aber zum Glück gesund, fit und munter, ja. Ich sage immer, du musst ja zumindest das auch vormachen, was du von anderen erwartest. Und ich versuche das, so Gott will, seit 40 Jahren vorzumachen. Ich habe mich mit dem Thema Nahrungsergänzung, Vitalstoffe beschäftigt in den 80er Jahren bereits, habe dann im Breiten- und Spitzensport Erfahrungen sammeln können mit Athleten auch, die man gemessen hat, die man mit Blutbildern dann auch mehr oder weniger leistungsorientiert versorgt hat, damit die die richtigen Ernährungssachen nehmen. Ich habe Ernährung klassisch gelernt und habe auch ein Buch geschrieben, das ein sehr spannendes Buch war. Und das Schöne ist immer, wenn man heute im Prinzip ein Buch schreibt und hat dann ein paar Menschen, die das nicht so gut finden oder eine Branche, eine ganz bestimmte Branche, die das nicht so gut findet, dann hat man immer eine große Challenge. Bei uns war es damals die Pharmaindustrie, die uns angegangen hat, weil wir über Gesundheit gesprochen haben mit Vitalstoffen. Also ich habe auch schon eine aufregende Zeit hinter mir. Und kann deshalb auch wirklich aus eigenen Erfahrungen berichten. Und in der Zusammenarbeit mit Experten und Fachleuten lernt man natürlich niemals aus. Das ist das Allerwichtigste, dass man eben auch lernfähig ist, ja. Dass man sagt, okay, egal was du selber erlebt hast, das ist letztendlich das Thema, was wichtig ist, dass man auch sagt, man bleibt offen für Neues und man ist auch immer bereit, sich selber zu hinterfragen. Messen statt Glauben, da gehen wir heute auch drauf ein. Der Weg zu mehr mentaler und physischer Energie und einem gesunden Körpergewicht. Und da gehe ich im zweiten Teil dann drauf ein. Denn gesundes Körpergewicht, das muss man auch mal relativieren. Und was geht es eigentlich genau bei dem Thema? Ist man dem Abnehmwahn unterlegen oder ist man da einfach auch in seiner eigenen Mitte? Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Ja, der Hippokratische Eid, den alle unsere Ärzte und Mediziner leisten dürfen, ist natürlich bekannt. Ne? Wir sollen eigentlich Menschen helfen, unterstützen. Und die Nahrungsmittel sollen am besten die Heilmittel sein und nicht umgekehrt. Und das ist letztendlich, ja, sagen wir so, in dem Fall ging es umgekehrt, weil die Heilmittel dann auch Nahrungsmittel sein könnten oder sollen, ja. Und es ist auch möglich, ich darf es wirklich so direkt sagen, es ist durchaus möglich, alles mit Nahrung zu machen, bis auf einige wenige Dinge, die wir so kennen. Antibiotika zum Beispiel, aber auch hier gibt es natürliche Antibiotika, Cortison, auch hier gibt es natürliches Cortison und es gibt sicher einige lebensrettende Sofortmaßnahmen, die man unbedingt braucht. Aber ich will es mal so sagen, die Natur hat für uns unheimlich viel vorbereitet, wie wir zum einen gesund werden, aber auch zum, was viel wichtiger ist, überhaupt nicht krank werden. Und diese Mengen an Zivilisationskrankheiten, die explodieren, die sind natürlich für viele Menschen eine absolute Herausforderung, wenn wir uns das überlegen. Wir haben mittlerweile letztendlich ja 450 Milliarden Euro. Ich glaube, es waren sogar jetzt 500 Milliarden Euro, die wir ausgeben, weil wir die falsche Ernährung letztendlich haben. Ja, weil es ist jetzt nicht so, dass wir alle plötzlich immer kränker wurden, sondern wir haben einfach durch die Veränderung der Ernährung haben wir die Krankheiten in unser Leben gerufen. Und das ist eine Herausforderung, weil wir haben nur 10 Hersteller weltweit, die unsere gesamte Ernährung kontrollieren. Und die auch genau wissen, was wir bekommen. Also die machen das nicht aus Versehen, ne? Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, aber letztendlich müssen wir extrem aufpassen, weil wir haben diese ganze Industrienahrungskultur, das Marketing, die Werbung, den übermäßigen Zucker, die mangelnden Vitalstoffe, die E-Nummern, die Konservierungsstoffe, diese ganzen Dinge. Und man hat uns hier praktisch
aus einer, man verkauft uns die künstliche Welt, die Chemie als eine natürliche Welt und wir hören immer das Wort Lebensmittel, aber nur ungefähr 0,7% aller Produkte, die es im Supermarkt gibt, leben noch. Also haben praktisch eine, sind so, wie sie praktisch entstanden sind, auch im Supermarkt gelandet. Ich nehme jetzt mal eine Tomate als Beispiel, ja. Die wird so geerntet und die landet so im Supermarkt. Alles andere wurde zwischenbehandelt. Also es wurde irgendwie getunt, verändert, es wurde komplett künstlich hergestellt oder es wurde überhaupt dann mit irgendwelchen Stoffen versetzt, damit es ewig hält. Also man hat wirklich alles Mögliche erfunden, das uns eigentlich suggeriert, wir haben eigentlich was Tolles eingekauft und es ist gesund und es hat eine schöne Farbe und alles funktioniert gut. Und das hat uns letztendlich dieses Übergewicht gebracht. Da kommen wir im zweiten Teil auch noch dazu, weil wir haben ja durch diese Art und Weise der toten Kalorien, die wir aufnehmen, weil alles, was praktisch nicht natürlich ist, ist für unseren Körper eine Herausforderung und er muss es wieder entsorgen. Ich hoffe, ich habe mich gut ausgedrückt. Wie kann ich das anders formulieren? Alles, was wir essen, was er nicht als normale Nahrung kennt aus seiner Erbanlage, aus seiner DNA, aus den Millionen von Jahren, wo es uns gibt, das ist für ihn keine Nahrung. Für ihn lediglich ein Kalorienlieferant oder ein Fremdkörper im Körper, den er praktisch, Entschuldigung, den er praktisch erstmal erkennen muss. Da muss er sich um ihn kümmern, da muss er den zerteilen. Da muss er den irgendwie verdauen, was unser Darm, ich muss sagen, der ist genial, ja, der macht es mit 50.000 Tonnen übers Leben. Ja, 50.000 Tonnen gehen da durch. Und dann muss er, der braucht aber Vitalstoffe dazu. Er braucht da B-Vitamine dazu, er braucht Antioxidantien, er braucht Fette, er braucht einfach alles, was unserem Körper Energie gibt, damit er diesen Müll, ich sage jetzt bewusst Müll, überhaupt wieder entsorgen kann. Und jetzt haben wir sowieso einen Mangel in unserem Körper und jetzt wollen wir auch noch, dass praktisch diese Sachen entsorgt werden. Jetzt brauchen wir noch mehr Vitamine, weil wir den Müll nicht rauskriegen. Und die haben wir nicht. Die haben wir nicht zur Verfügung. Und unser Körper ist dann nicht beschäftigt damit, Fett abzubauen. Er hat überhaupt keine Lust, Fett abzubauen, weil er sagt, ich muss mich erstmal darum kümmern, diese toten Kalorien, die da reinkommen, irgendwie wieder aus dem Körper zu bringen. Das heißt, er nimmt überhaupt keine Energie aus unseren Fettreserven, weil er mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist. Selbst wenn wir trainieren, selbst wenn wir Sport machen, dauert es viel länger, bis wir in diese Fettverbrennungsstufe kommen, weil der Körper, wenn er an dem Tag Industrienahrung bekommen hat oder ungesunde Ernährung, überhaupt kein Interesse hat, uns gerade aus Fett Energie zu produzieren. Er nimmt es viel lieber aus Zucker, er nimmt es aus Kohlenhydraten, er nimmt Proteine aus unseren Muskeln, aber er wird sich mit Sicherheit die erste Stunde, die ersten 60 Minuten überhaupt nicht um Fett kümmern. Ja, also. Das vielleicht nur mal zum Ansatz, ja. Wenn ich auf den Crosstrainer gehe oder zum Laufen, dann esse ich vorher 90 Minuten nichts. Ich gehe mit einem niedrigen oder mit einem niedrigeren Blutzuckerspiegel zum Sport, damit mein Körper relativ schnell in die Fettverbrennung kommt. Und ich versuche an dem Tag auch nicht irgendwas zu essen, was es in der Natur nicht gibt. Ja, also das, so können wir mal anfangen vielleicht, wenn wir in das Thema reingehen, ja. Als Einstieg, um zu verstehen, dass man mit Industrienahrung nicht abnehmen kann. Weil der Körper nicht in der Lage ist, beides gleichzeitig zu tun, den Müll rauszuschaffen und und die Fett aus eingelagertem Fett Energie zu produzieren. Weil wir wollen ja eingelagertes Fett loswerden. Wir wollen ja kein Fett loswerden, was wir gerade gegessen haben, sondern es ist eingelagertes Fett. Das ist teils seit Jahren in unserem Gewebe, in unserem Bindegewebe. Und das schaut er sich nicht an, wenn er nicht vollkommen mit sich in der Balance ist. Also, was ist unsere erste Aufgabe? Wir müssen. Ich habe vor 2 Tagen wieder ein Gespräch gehabt mit einem herausragenden Wissenschaftler, den ich seit 25 Jahren kenne. Der hat mit mir damals ein Buch geschrieben und der hat gesagt, Gerhard, das Erste, was ich mit Menschen mache, ist ein Ölwechsel. Ein Ölwechsel. Wenn wir all das Fett loswerden wollen, müssen wir dem Körper Fettstoffwechsel lernen. Und das können wir nur, indem wir ihm hochwertige Omega-3-Fette geben, die er sofort in Energie umbauen kann. Und dieses Verhältnis, was wir früher hatten von 1 zu 1, das ist sich, natürlich hat sich verändert. Wir wissen das. Die meisten von euch wissen das auch in Richtung 15, 20, 30, 40 zu 1. Wir haben also so viel schlechtes Fett in unserem Körper. Ja, ich nenne es jetzt mal zwar lebensnotwendiges Omega-6, aber zu viel davon nützt uns gar nichts. Ja, das ist entzündungsfördernd. Das macht uns toxisch. Das macht uns einfach auch krank. Dieses Fett, das muss unser Körper entsorgen. Und auch hier hat er wieder die Problematik, dass er sich zuerst um die schlechten Fette kümmert. Er kümmert sich nicht um die guten Fette, er kümmert sich um die schlechten Fette, weil die Enzyme können nur sich um eine Sache kümmern. Die kümmern sich um das dominante Fett
Und wenn man 15 zu 1, dann lässt das System des Omega-3 links liegen. Das bräuchte man aber, um den Fettstoffwechsel zu lernen. Ne? Also wir haben jetzt schon mehrere Sachen, die den Körper ablenken, unser eingelagertes Fett zu verbrennen. Wir haben die Industrienahrung, wir haben die toxische Belastung, wir haben die schlechten Fette in unserem Körper, all das. Wir haben den Zucker, den er sofort verwenden kann als Energielieferant. Wir haben dann noch unsere Muskeln, die wertvolles Eiweiß liefern. Da nimmt er doch nicht ein schlechtes Fett, wenn er wertvolles Eiweiß verwenden kann. Also wir müssen verstehen, dass wir Nährstoffe erstmal aufnehmen müssen, die uns gut tun, damit unser Körper das lernen kann, was er lernen soll, nämlich 24 Stunden Fett zu verbrennen, sobald wir eigentlich in einem niedrigen Insulinlevel sind, kann er das tun, aber eben nicht, wenn er in dieser schlechten Lage ist. Und die Zelle, die hat natürlich weniger Kalorienverbrauch. Warum hat die weniger Kalorien? Auch wir haben einen Ruhestoffwechsel. Das ist der Stoffwechsel, den wir haben, wenn wir den ganzen Tag nichts machen. Ja, oder wir schlafen, wir liegen im Bett. Der liegt bei den Menschen zwischen 1000 und 1500 Kalorien in der Regel. Ja, das ist also so, das brauchen wir, auch wenn wir gar nichts machen. 1000 zwischen 1000 und 1500 Kalorien. Ja, Astronauten brauchen nur 700 bis 1000, weil die kein Körpergewicht tragen müssen. Ne? Die haben also viel weniger Muskelbelastung. Mittlerweile trainiert man ja auch im Weltall, weil man weiß, man muss es unbedingt tun, um da gesund zu bleiben. Und das ist der Punkt. Ja, wir haben also eine Zelle, die hat weniger Stoffwechsel, weniger Leistung, weniger Energie. Die hat eine harte und feste Membrane, die lässt alles schlecht rein und raus. Und die ist noch toxisch belastet, die ist also im Dauerstress. Die hat keine Lust jetzt gerade irgendwo sich da um notwendige Dinge zu kümmern. Die kümmert sich um lebenserhaltende Maßnahmen als allererstes. Aber doch nicht, dass wir ein Sixpack kriegen oder irgendwo zu Olympia fahren können. Da hat die keine Lust dazu gerade, ja. Das ist ein anderer, ganz anderer Level, den wir da brauchen. Gut, das eine geht mit Training, das wissen wir alle, das ist klar. Bewegung, Sport ist ganz wichtig, vielleicht auch für den einen oder anderen. Ich will aber bewusst nicht auf das Thema so eingehen. Ich möchte erstmal, dass die Grundlagen geschaffen werden, weil es kann ja nicht sein, dass wir uns falsch ernähren und dafür alleine 5 Stunden Sport machen, um vielleicht 2500 Kalorien zu verbrennen. Ne? Eine Stunde Laufen oder eine Stunde Crosstrainer sind 500 Kalorien. Ja, das ist ein Croissant, da haben wir das wieder drin. Ja? Und dann versuchen wir praktisch zu trainieren. Ja? Also wir trinken Alkohol, wir essen schlecht, wir ernähren uns falsch, wir haben Industrienahrung, wir haben schlechte, wie man so schön sagt, Fette im Körper. Und dann können wir natürlich mit diesen paar Stunden Walking und so nicht viel ausrichten. Das muss man schon verstehen. Zudem haben wir stille Entzündungen in der Regel, wenn wir hohen Omega-6-Gehalt haben. Das wiederum führt dazu, dass wir sowieso weniger Energie haben, keine Lust, schlechte Stimmung. Omega-3 verbessert die Stimmung, Omega-6 reduziert die gute Stimmung. Wir sind eher genervt, frustriert, wir sind müde, wir haben keinen Bock mehr nach der Arbeit was zu machen. Das sind alles Dinge, die da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Ja, ja, das vielleicht zu dem Thema mal am Anfang. Also wir haben viele Einflüsse, die unseren Fettstoffwechsel von vornherein unterbinden, aber vor allem den Fettstoffwechsel von eingelagertem Fett. Das ist ein ganz großes Thema. Dazu müssen wir frisches Öl hinzufügen. Ja, ich möchte heute nicht so sehr auf alle unsere Omega-3-Themen eingehen, weil ich in dem zweiten Teil noch über den Insulinstoffwechsel und über den Darm sprechen will, auch über das Thema Fettstoffwechsel insgesamt. Aber wir sollen verstehen, dass wir in dem Moment, wo wir einfach einen schlechten Omega-3-Faktor haben oder einen schlechten Omega-3-Index oder auch ein erhöhtes Omega-6, eine Menge von Problemen bekommen, die absolut hausgemacht sind. Ja, das sind Dinge, die uns alle beeinträchtigen, wenn wir sagen, wir wollen eigentlich fit sein, gesund sein, wir wollen mental stark sein, wir wollen gerne auch unsere Gesundheit natürlich erhalten, wir wollen so langsam wie möglich altern. All das hat mit dem Thema zu tun und es geht über unseren ganzen Körper, also es beeinträchtigt alle unsere Körperzellen, die mentale Stärke, unseren Schlaf, die Kognition, die kognitive Funktion, die Struktur und das Volumen des Gehirns. Wie ein Kind auch groß wird, wie viel Gehirnmasse sie entwickelt, die ausführenden Funktionen, den Sprachfluss, die Intelligenz, all das hat mit Omega-3 zu tun. Und vor allem, was ein ganz wichtiger Faktor ist, ist unsere Stimmung und Laune. Das heißt, haben wir den Willen, haben wir Willenskraft, haben wir auch die Einstellung dazu, dass wir sagen, wir machen heute was, wir wollen was verändern, wir wollen vielleicht Teilzeitfasten mal starten. Wir wollen da durchhalten. Wir wollen auch stark sein. Wir wollen ein bisschen Sport auch machen.
Also es beginnt tatsächlich ganz unten an dem Anfang in der Körperzelle mit unserem Omega-3-Verhältnis, weil da hat man eine ganz andere Art und Weise, wie man mit dem Leben umgeht, wie man mit Problemen umgeht, wie man Herausforderungen annimmt, wie die Stimmung sich beeinträchtigen lässt durch Problematiken, die auftauchen im Alltag. All das hat einen ganz, ganz wichtigen Faktor. Und das haben bereits die Kinder, denn letztendlich sind 99 von 100 Kindern in einem schlechten Zustand, was Omega-3 betrifft. Das heißt, wir könnten viel bessere Noten rausholen bei den Kindern, viel weniger Leseschwäche, Lernschwäche, weniger ADHS, Hyperaktivität. Wir könnten Ritalin sparen, diese ganzen Medikamente für Kinder, wenn wir ihnen helfen würden, einen hohen Omega-3-Spiegel zu haben. All das, was ich sage, falls heute auch Experten mit dabei sind und Fachleute, gerne hinterfragen. Ich habe viele, viele Studien auch, die ich rausgesucht habe, die ich gerne weiterleiten kann in dem Bereich. Ja, dann natürlich das ganze Thema gesunde Gelenke, Beweglichkeit, Flexibilität, Lust auf Laufen, Lust auf Bewegung. Das Thema hat ja auch damit zu tun, dass viele mit 40 schon haben oder sagen, wenn ich Sport mache, fühle ich mich am nächsten Tag, ich komme gar nicht aus dem Bett, ich habe einen riesen Muskelkater. Alles zur Folge, wenn man zu viel Omega-6 hat. Denn Omega-6 sorgt dafür, dass wir viel Muskelfaserrisse haben beim Training, dass wir starken Muskelkater langsamer regenerieren, sind, dass wir nicht richtig durchschlafen, dass wir Stress als viel mehr Stress empfinden. Also das Negative wird sozusagen multipliziert. Und das Ganze wirkt sich auf unseren Körper natürlich aus durch diese sogenannten stillen Entzündungen. Und jetzt kommt noch was dazu, wenn man natürlich von der Durchblutung her schon geringsten, ich sage mal, Bewegungsaktivitäten einen schlechten Blutfluss haben, also schlechten Sauerstofftransport. Das alles hat tatsächlich auch mit Omega-3 zu tun. Also Omega-3 erhöht nachweislich die Blutfließeigenschaften, den Sauerstofftransport des Blutes. Es reduziert den Ruhepuls und den Herzschlag, weil es einfach dann dadurch besser fließt, weil der Sauerstoff höher ist. Da muss unser Herz weniger machen. Ja, das Herz funktioniert aber auch gleichzeitig besser, weil eben auch Omega-3 für alle Signalbotenstoffe wichtig ist, also sprich den Herzrhythmus, unsere ganzen Nerven, die Nervenleitfähigkeit. Alles wird von Signalbotenstoffen mit geleitet und das liegt am Omega-3 mit dran. Da hat es mal den Nobelpreis gegeben auch dafür. Also das ist auch das ein Thema, wo wir einfach noch viel Potenzial nach oben haben, ne? Und Hautprobleme, ich habe es schon mal angesprochen letzte Woche. Wer Hautprobleme hat, sollte sich unbedingt auseinandersetzen. Mal im Internet eingeben, Omega-3 und Akne, Omega-3 und Schuppenflechte, Omega-3 und Neurodermitis, Omega-3 und schöne Haut. Da kommt alles, was man sich wünscht, ja. Aber wir sprechen hier immer von einem Verhältnis von 3 zu 1 oder weniger. Es nützt nichts, ein paar Fischölkapseln zu nehmen oder ab und zu mal ein Stück Lachs zu essen oder ein bisschen Leinsamen ins Müsli zu tun. Das reicht nicht. Wir brauchen tatsächlich diesen Wert 3 zu 1. Und unser Omega-Index, der muss hoch, damit praktisch die Enzyme mit unserem Omega-3 arbeiten können und dieses Omega-3 erkennen und dann auch praktisch aktiv. Wo wir als erstes hin müssen, Zellfunktion, Zellentgiftung, Zellstoffwechsel, mehr Ruhekalorien, einfach auch gesündere Zelle, mehr Aktivität, mehr Energie, die wir produzieren und gesunder Fettstoffwechsel, das macht Omega-3 im Großen und Ganzen, ja. Und da hat Sensino diesen Balance-Test entwickelt, den der eine oder andere natürlich schon kennt. Und mit dem messen wir mal. Das heißt, wenn ich Menschen messe in der Regel, die übergewichtig sind, die haben wirklich, muss ich sagen, es hat ja keiner gute Werte, das muss man auch mal sagen, eigentlich keiner. Aber es ist teilweise schon dramatisch, dass dann die Arachidonsäure meistens sehr, sehr hoch ist. Also das Omega-6 ist sehr, sehr hoch. Omega-3 ist zum Teil kaum vorhanden. Also es ist einfach ein wichtiger Punkt auch, der eine Rolle spielt. Natürlich gibt es auch Menschen, die schlank sind und so schlechte Werte haben. Aber man muss an dem Punkt mal anfangen, um einfach herauszufinden, wo liegt das Problem. Ja? Später komme ich noch zu dem Thema Sättigung und Heißhunger, wie das zusammenhängt. Also Sättigungsgefühl und Heißhunger, was man da machen kann, weil das spielt auch eine große Rolle. Ne? Also wenn man zwei Menschen nimmt, die schlechte Werte haben im Omega-3, kann der eine vielleicht am Tag 1200 Kalorien essen und ist satt und der andere isst 3000 Kalorien und ist nicht satt. Das hat also nicht nur mit der Körperfülle zu tun, das hat damit zu tun, dass seine Hormone nicht mehr richtig anzeigen, wann er satt ist. Das zeigen wir dann noch.
Und da hängt auch dieser Insulinspiegel mit dran, der wiederum auch von Omega-3 mit beeinflusst wird. Vitas, unser Labor in Norwegen, entschuldige, ja, in Norwegen, stimmt, in Oslo, genau, habe ich fast verwechselt mit Schweden, Norwegen in Oslo. Das macht unsere Auswertungen und zeigt uns natürlich innerhalb von 10 Tagen, wo stehen wir mit unserem Omega-3-Spiegel. Und jetzt kommen wir zu einem schönen Beispiel, das uns wieder mal zeigt, unsere 10 Nahrungsmittelhersteller, die auf der ganzen Welt das gleiche Unheil anrichten, haben auch dafür gesorgt, dass die ganze Welt Ergebnisse haben. Sie sind anonym, man muss nur die Postleitzahl angeben und das Land und dadurch natürlich auch, wo die. Es sind mit 1,5 Millionen Tests gemacht worden. Also Übergewicht nimmt massenweise zu, genauso wie der Omega-6-Konsum zugenommen hat und natürlich auch der Zuckerkonsum. Ja? Und die Vitalstoffe wurden reduziert. Also all das führt zu einem reduzierten Stoffwechsel, der uns dann im Prinzip in die Enge treibt, ja, und uns da, und nicht mehr dabei unterstützt, dass wir natürlich Körperfett verbrennen. Und ich möchte euch mal bitten, googelt mal Bilder aus den 50er Jahren und schaut euch mal die Innenstädte an, wo die Menschen rumlaufen. Ihr werdet keinen Übergewichtigen finden. Das heißt, die Leute sind alle schlank, weil es hat keine Industrienahrung in der Form gegeben. Das ging erst in den 60er, 70er Jahren los und kam aus Amerika. Das bedeutet, wir waren von Haus auf schlank. Ihr könnt gerne mal Innenstadtfotos anschauen, 50er Jahre, ja, nach dem Krieg. Ja, gut, jetzt können wir sagen nach dem Krieg, aber ihr könnt auch weiter zurückgehen in die 30er Jahre. Es gibt gute Aufnahmen, massenweise Menschen, die schlank sind, Kinder, die schlank sind, Strände, wo schlanke Menschen sind, wo man kaum Übergewichtige findet. Und das ist natürlich, das zeigt auch aus, zeigt auch, was hier passiert. Ja? Also wir gehen in das Thema rein, wir kriegen unsere Auswertung. Ja? Wie gesagt, da bin ich letzte Woche, wer da gerne mehr wissen will über das ganze Omega-3-Thema, bitte den Gastgeber fragen. Ich habe letzte Woche eine Stunde nur über dieses Thema gesprochen. Gerne den YouTube-Video schicken lassen von unserem Kanal. Dann kann man mal in das Omega-3-Thema eintauchen. Aber das ist das Erste und Wichtigste, was wir machen, dass wir zum Beispiel wie in dem Fall von der Dame hier von 11 zu 1, also 11 Teile Omega-6, ein Teil Omega-3 auf unter 3 zu 1 kommen. Und da ist wirklich in diesem Test alles erklärt. Hier eine junge Dame mit 22 vor 4 Wochen, die hatte 43 zu 1, ja, und war ihrer Meinung nach gesund ernährt. Also auch hier natürlich die Zellmembran nicht richtig funktioniert, mentale Stärke, Omega-Index viel zu niedrig, der muss auf 8% hoch mindestens, der war auf 2,7%. Und so können wir mit den Tests erstmal schauen, wie geht es überhaupt unserem Fettstoffwechsel und unseren Fettsäuren im Körper. Und dazu dann, wie gesagt, eine komplette Auswertung mit 11 verschiedenen Werten, wo wir auch dann Omega-9 sehen, Omega-6, Omega-3. Wir sehen die Abweichungen vom Zielbereich, wir sehen unseren eigenen Wert. Und wir machen nach 4 Monaten den zweiten Test, nachdem wir unser Balance-Öl verwendet haben. Und genau an der Stelle höre ich oft von den Menschen, Gerhard, ich nehme mir doch ein ganz normales Omega-3-Produkt aus dem Supermarkt oder aus irgendwoher und da kann ich das Fischöl, das bereits ranzig schmeckt, das nach Fischöl schmeckt, ist bereits oxidiert und hat keine Wirkung mehr im Körper. Das ist wichtig zu verstehen. Es hat keine, ist übertrieben, aber es hat eine wesentlich geringere Wirkung. Und das sehen wir an den Tests von den Leuten, die bereits Omega-3 nehmen. Wir haben 500 Millionen Menschen auf der Welt, die nehmen bereits Omega-3, die haben keine guten Werte. Ja, 97% scheitern am Test. Das zeigt eigentlich, dass die normalen Produkte in der normalen Dosierung alles tun, aber uns nicht wirklich in 3 zu 1 oder weniger bringen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und da hat das Balance-Öl natürlich eine ganz andere Qualität, denn nach 120 Tagen bringen wir die Leute zurück in Balance. Das ist unser Versprechen, das wir den Menschen geben. Egal, ob sie von 50 zu 1, 100 zu 1, 200 zu 1, ja, ich übertreibe es mal, weil der Test geht tatsächlich bis 200 zu 1. Der höchste Wert, den ich mal gehört habe, war 150 zu 1. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber 118 hatte ich persönlich mal und 150 habe ich mal gehört. Und schreibt gerne mal euren ersten und zweiten Test in den Chat rein, dass die Menschen, die jetzt heute vielleicht neu sind, sind ja nicht so viele, aber dann sehen die das mal, was genau los ist, ne? Ja, hier sehen wir mal dieses Thema. Das Balance-Öl ist ein pflanzlich gemischtes Öl mit kleinen wildgefangenen Fischen. Diese Kombination ist eben brillant, denn sie wirkt 10-mal so stark, bis zu 10-mal so stark als einfache Fischölkapseln. Sie schmeckt neutral, sie schmeckt nicht nach Fisch. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also wir haben hier ein Produkt, das wirklich ein Mensch, wenn er es nimmt und wenn er es versteht, wahrscheinlich für immer nimmt. Ja, das muss man sagen.
Ich bin so happy mit dem Produkt, weil ich habe selber auch am eigenen Leib gemerkt, was da alles möglich ist, wie fit das man da wird, wie wenig Muskelkater das man nur noch hat. Ich habe dann meine Lesebrille auch ablegen können, die ich schon 7 Jahre hatte. Also ich will nicht sagen, dass ich wie ein Adler sehe, aber ich kann wieder mein Handy lesen, ich kann wieder Speisekarten lesen. Ich hatte heute eine Mitteilung von einer Dame, das ist echter Hammer. Die hat gesagt, ich weiß gar nicht, vielleicht ist sie heute sogar hier mit dem Call. Und die hat gesagt, dass sie die hat 13 zu 1 gehabt und die war neugierig und hat nach 4 Wochen den ersten Test gemacht, nach 4 Wochen, und hat 2,7 zu 1 gehabt. Ich meine, das ist schon Hammer. Und sie hat ihrer Meinung nach geht es ihrer Mama besser mit 91 Jahren und ihr selber, sie hat die Augen werden besser nach 4 Wochen. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Und ich weiß gar nicht, ob sie heute dabei ist, aber ich will es einfach mal anmerken. Denn das ist natürlich immer eine absolute Glücksnachricht, wenn man sowas hört. Hier stehen auch die Augen mit auf der Liste von den beweisbaren Wirkungen. Sehkraft, Zahngesundheit, Augen, Immunsystem, natürlich Kinder, Fötus, Schwangerschaft, die ganze Zeit in der Schule, wo man lernen muss, Pubertät, also Cholesterinspiegel, Triglycerinspiegel. An der Stelle komme ich auf den Triglycerinspiegel. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir über Gewichtsabnahme sprechen. Letztendlich, wenn du deine Triglyceridspiegel unter Kontrolle hast, dann tust du dich leichter mit abnehmen. Denn hohe Triglyceride bedeuten immer schwierige Fettverbrennung. Denn da muss sich der Körper extrem bemühen. Du musst sehr viel tun, bis das Fett als Leistungslieferant verwendet wird, als Energielieferant. Ein hoher Triglyceridspiegel, den man hat, der hindert eigentlich so ein bisschen im Abnehmen, weil auch wenn man dann den Zucker verbraucht hat, ist es kein Fett, was man eigentlich leicht verstoffwechselt, ja. Deswegen, wenn man ohnehin schon einen niedrigen Triglyceridspiegel hat durch Ballaststoffe und Omega-3-Öl, da komme ich gleich noch dazu, dann hat man da eine bessere Voraussetzung auch. Also, wir haben jetzt schon mal verstanden, okay, wir müssen unsere Balancewerte, wir müssen unseren Fettstoffwechsel unterstützen, wir müssen ihn in die richtige Balance bringen. Eine Diät alleine nützt uns leider hier nicht viel, weil wir da an der Stelle nicht zuerst das Fett verbrennen, sondern die Muskeln. Und die sind wertvoll. Wir verlieren sowieso Muskeln ab dem 30. Lebensjahr, circa 1 bis 2% pro Jahr, pro Lebensjahr, je nachdem, wie wir uns ernähren und ob wir Sport machen. Und wenn wir natürlich noch wenig essen, deswegen haben alle alten Menschen dann am Schluss eigentlich kaum mehr Muskeln, kaum mehr Muskeln. Und ihre Knochen brechen dann auch. Man hat Oberschenkelhalsbrüche, man hat auch kaum mehr Mineralien. Man isst sich also selber auf. Alles, was der Körper von außen nicht bekommt, das holt er sich von seinem eigenen Körper sozusagen, ja. Also daher wirklich auf Proteine achten, dann kommen wir auch gleich dazu, auf Öle achten, auf gute Fette, die man als Energielieferant verwenden kann und natürlich auf Kohlenhydrate, auf schlechte Kohlenhydrate, da muss man auch drauf achten. Genau, also das sind unsere ersten Herausforderungen, die wir lösen. Wir haben ja 70.000 Tests gemacht in 2 Jahren. Wir haben extreme Erfolge. Ich gehe gerade mal rein hier. Wir haben natürlich hier tolle Werte. Wer rein, wer im Chat mal geht, der sieht es also. Genau. Nee, in Hawaii bin ich nicht. Das wäre schön, ja, wenn ich auf Hawaii wäre. 14,7 auf 1,6, 4,6 auf 1,3, 13,1 auf 2,1, 23 auf 4. Ja, Wahnsinn, ne? Super. Die Augen sind besser beim Frank auch, gell? Genau. Und der Pflegehund hat eine Wesensveränderung, stell dir vor. Ja, Hunde und Katzen haben auch die gleichen Werte wie Menschen, ähnliche Werte, ja. Das funktioniert. Haben wir auch gehört. Sport bringt eine höhere Leistung. Dafür haben wir einen extra Vortrag. Auch hier bitte den Gastgeber fragen. Sport und Omega-3, ein mega, mega Thema. Ob es um Leistung geht, Kognition, Reaktionszeit, höhere Leistung, anaerobe Ausdauer, schnellere Regeneration, weniger Verletzungen. Abstraktes Denken wird verbessert. Also unglaublich wichtig. Da haben wir über 100 Sportler, die unentgeltlich ihre Berichte abliefern und da ganz begeistert sind auch von diesen ganzen Veränderungen, die bei ihnen stattgefunden haben. Haben wir noch ein spezielles Set für schwangere Frauen, weil es ganz wichtig ist, und zwar essentiell wichtig ist Omega-3 bei Kinderwunsch, bei Fruchtbarkeit, also Eizellen und Spermien und bei dem Thema Embryos. Denn Embryos brauchen enorm viel Omega-3, denn das Herz und das Herz, die Immunzellen und die Gehirnzellen werden von Omega-3 mitgebaut. Kinder, die in der Schwangerschaft viel Omega-3 bekommen haben, sind laut Studien intelligenter, auch das Gehirn wächst, wird größer, das wächst schneller.
sind auch praktisch wesentlich, wie sagt man, resistenter, also sie haben weniger Krankheiten. Wird bei Kleinkindern bereits, hat man das rausgefunden, und auch in Tests mit Kleinkindern, mit ganz einfachen Tests, wie die Kognition sich steigert. Ja, also jetzt gehen wir rein in das Thema. Wir fangen also mit diesem Omega-Stoffwechsel mal an. Da fangen wir an. Mehr Energie. Du hast mehr Lust ich merke gerade, ich habe, glaube ich, ein paar Unterbrechungen. Ich muss mal gerade meine Kamera ausschalten. Die braucht ihr ja nicht. Dann geht es vielleicht besser. Ja, so, jetzt bin ich gleich wieder da hier. Freigeben. Wieder auf die Folien gehen. So, wo sind wir? Hier sind wir. Genau. Diese Omega-Balance ist praktisch ein Thema, die ist die Grundvoraussetzung. Die Grundvoraussetzung für die Zellmembrane, dass sie überhaupt die Sachen aufnehmen kann, die wir essen, also Nahrung und Vitamine. Und wir haben noch weitere Tests, ja. Und da möchte ich auf einen Test eingehen, weil eins ist ein wesentlicher Aspekt. Wenn man heute Menschen misst, die übergewichtig sind, und die müssen gar nicht viel übergewichtig sein, dann haben, ich würde mal sagen, 7 von 10 einen schlechten Langzeitblutzuckerwert. Was heißt das? Das heißt, dass sich Zuckermoleküle an die roten Blutkörperchen andocken. Die docken sich also an. Und dieses Thema ist praktisch ein Mega-Thema, weil man dadurch dann Diabetes entwickelt mit der Zeit. Das kann bis zu 15 Jahre dauern, aber ich möchte darauf eingehen, weil es wichtig ist. Das heißt, zum einen bringt uns Omega-3 einen Riesenvorteil, weil es die Insulinsensibilität erhöht. Zum anderen bringt uns aber auch ein guter Blutzuckerwert natürlich eine höhere Fettverbrennung und eine höhere Energieleistung in unserem Körper, weil diese Zuckermoleküle behindern sozusagen die Leistung unserer Blutzellen, weil irgendwann haben wir dann mal Diabetes oder wir fangen an, Diabetes zu entwickeln, und dadurch haben wir einfach auch reduzierte Leistungen in unserem Körper. Wir haben Blutzuckerschwankungen, wir haben Energieschwankungen, wir haben Heißhungerattacken, dieses ganze Thema, ja. Also da kommen wir gleich dazu. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und das können wir mit unserem HbA1c-Test messen. Aber jetzt mal zu dem Thema Omega-3 noch hier zum Abschluss. Es ist eindeutig nachgewiesen, dass Menschen mit einem hohen Omega-3-Spiegel eine bessere Fettverbrennung haben. Da geht es also los. Das ist ein wichtiges Thema. Altes Fett raus. Das geht nur, wenn man neues Fett oben einfüllt, und da soll man nicht sparsam sein mit guten Ölen, mit Cinsino Balance Öl auch, also mit allem, was wir da verwenden können. So, jetzt kommen wir zu unserem Health Protocol und zu unserem Lean Shake, ja. Aber mir geht es jetzt im ersten Aspekt nicht um diese Produkte. Wir sprechen hier über den Lean Shake, sprich Ballaststoffe plus Proteine. Wir sprechen über Balance Öl, das haben wir schon gehört, gesunde Zelle, hoher Stoffwechsel. Wir sprechen über Extend, das ist ein Multivitamin auf pflanzlicher Basis mit 33 Inhaltsstoffen. Sehr spannend, Stoffwechsel erhöhend, und wir haben Sinobiotik dabei, unser Ballaststoffpulver mit 8 verschiedenen Ballaststoffen. Und bevor ich da im Detail drüber spreche, möchte ich einfach mal über das HbA1c-Thema nochmal sprechen. Wenn wir also merken, wir haben einen hohen Blutzucker, einen Langzeitblutzucker, ich habe den auch gemessen bei mir, weil mein Onkel hat Diabetes gehabt, ist daran gestorben, und meine Schwester hat Diabetes aktuell, die hat es mit 29 bekommen. Für mich war das natürlich sofort ein Thema. Ich hatte gute Werte aufgrund meiner Lebensweise, aber ich habe auch trotzdem, ich soll den Test alle 6 Monate machen, steht in meiner Auswertung, weil ich familiäres Risiko habe und weil ich in meinem Alter. Da muss der Bauchumfang gemessen werden. Ich habe natürlich auch reingeschrieben, dass ich ab und zu Alkohol trinke. Da gibt es 10 Fragen. Und dann heißt es, okay, lieber Gerhard, alle 6 Monate mal kontrollieren. Das mache ich natürlich auch, ja. Weil dieses Problem braucht kein Mensch, ja. Und 700 Millionen Menschen haben es bereits, und eine weitere Milliarde wird es bekommen. Also Omega-3, das zweite ist Blutzucker messen, ja. Wenn man übergewichtig ist oder wenn man Gewicht verlieren will. Erstmal schauen, was ist eigentlich mit meinem Zuckerstoffwechsel los, ja. Und diese langfristige Bewertung mal durchlesen, mal schauen in dem Ergebnis, was da alles kommt. Ja, das sieht man dann, das ist einfach, sehr einfach gemacht, aber man kriegt dann ein paar persönliche Informationen, nachdem er seinen Test abgegeben hat, nachdem er seine Fragen beantwortet hat. Das kann gerne der Gastgeber erklären, der heute eingeladen hat. Aber jetzt kommen wir zu dem Thema. Was ist denn das Geniale an den Ballaststoffen? Und vorher möchte ich noch über eine Regel sprechen, die sogenannte 5-5-12-Regel. Wer abnehmen will, der muss sich angewöhnen, Pausen zwischen den Mahlzeiten einzuhalten, und zwar Pausen, wo wir keinerlei Kohlenhydrate zu uns nehmen.
Da gehört auch ein Cappuccino dazu, da gehört auch ein Bonbon dazu, da gehört ein Keks dazu, der beim Kaffee dabei ist. Also 0,0 Kohlenhydrate, also nur schwarzen Kaffee, ja, und Tee vielleicht auch, Wasser, ja, alles, was keine Kalorien hat. Auch nicht unbedingt Getränke mit Süßstoffen, weil Süßstoffe auf der Zunge trotzdem irgendwo den süßen Geschmack suggerieren, der dann tatsächlich bei Menschen, die schon vorbelastet sind, so eine Frühwarn, so ein Frühwarnsystem auslöst, ja. Also Süßstoffe sind nicht unbedingt hilfreich, ja. Ich bin jetzt nicht ein Gegner, dass man mal sich auch so ein, ich trinke auch mal ein Cola Zero ab und zu, ja, da werden jetzt manche den Kopf schütteln, aber ich bin halt auch mal aus der Hotellerie gekommen und aus der Gastronomie und wir haben das Cola Zero damals eben irgendwann mal bekommen, vor 30 Jahren, glaube ich, und ich habe aber, ich trinke nicht mehr viel, aber ich trinke es ab und zu, ja. Aber da ist wirklich Wasser besser mit frischer Zitrone, mit frischen Orangen drin, mit allen möglichen Sachen. Viel Wasser trinken. Wasser macht satt. Auch wichtig, Wasser füllt den Magen und gibt uns ein mechanisches Sättigungsgefühl, 20 Minuten zeitversetzt. Wir sollten also immer so, wenn wir frühstücken um 8 Uhr, dann essen wir bis 13 Uhr nichts, gar nichts. Ne? Wir frühstücken gut von mir aus, ja. Wir frühstücken eiweißreich. Wir haben zum Beispiel zurzeit, wir essen eine Suppe am Morgen. Vielleicht für den einen oder anderen verrückt, aber wir haben diese Fünf-Elemente-Ernährung. Da habe ich mal ein Buch geschrieben. Ich esse morgens in meinem Sommer, wenn es so ist, essen wir gerne mal heiße Suppe, die ist sehr gut, ist mit Ingwer gemacht, mit Gemüse, mit Chili, mit Kurkuma. Das ist morgens unser, da schwitzt man erst mal ein bisschen, wenn man die isst, ja. Und so unseren ersten Kaffee, den trinken wir dann eigentlich erst später, aber auch dann ohne Milchschaum oder so, ja. Genau. So, und dann gibt es so um, ja, mittags irgendwo unseren Shake. Das ist jetzt mal unsere Variante, die wir haben. Also wir sind ja zu Hause, wir machen dann unseren Shake mit Beeren, mit Quark, mit Joghurt, mit Eiweißpulver, mit Lean-Shake, mit Lean-Shake. Das ist dann ein großer Becher, da sind wir bald, ja, erstmal bis nachmittags und dann essen wir ein bisschen früher am Abend. Und da schauen wir halt auch, was wir essen. Also diese Pausen muss man einhalten, denn nur wenn Insulin niedrig ist, verbrennen wir Fett. Das ist wichtig. Wer dieses intermittierende Fasten kennt, der kann gerne auch 8 Stunden machen. Der kann sagen, ich esse nur zwei Mahlzeiten am Tag. Empfehlen, zwei Mahlzeiten. Oder er sagt, ich esse zum Beispiel mittags nur einen Snack und am Abend esse ich dann richtig. Dann würde ich es aber eher so machen, dass die Abendmahlzeit nicht zu spät ist. Aber wichtig ist vom Abendessen bis zur nächsten Kohlenhydrataufnahme. Ja, also wenn man um 7 Uhr Abend isst und um 12 Uhr ein Glas Wein trinkt, dann ist es nicht 12 Stunden. Weil Alkohol ist so ziemlich die schlimmste Form von Kohlenhydraten, die ist auch nur schwer verdaulich und wirkt lange nach. Also haltet diese Pausen ein, um euren Blutzucker niedrig zu halten. Was macht Cinnobiotik? Es hilft dabei, den Blutzucker niedrig zu halten. Links ist ein Teller Spaghetti mit Cola dabei. Hohes Insulin, hoher Blutzucker, wenig Gewichtsabnahme, keine Fettverbrennung mehr. Nach 2 Stunden haben wir wieder Hunger durch den Unterzucker. Dann geht es wieder los. Rechts sehen wir die gleichen Tellernudeln mit einem Cinnobiotik vorher, mit 2 Löffeln Cinnobiotik. Wir blockieren die Kohlenhydrate praktisch damit, ja. Ja, wer ein Salat isst, der isst den Salat vorm Essen. Wer Gemüse isst, isst das Gemüse vorm Essen. Dann isst man als zweites das Eiweiß und als drittes isst man die Kohlenhydrate. Deswegen ein Dessert nach dem Essen ist kein Problem. Ein Dessert vor dem Essen ist ein Problem, ja, weil nach dem Essen ist der Körper mit den Eiweißen beschäftigt, mit dem Gemüse beschäftigt, mit dem Salat beschäftigt. Er kümmert sich erstmal nicht um den Zucker, weil da ist erstmal der Dünndarm mit den anderen Dingen unterwegs, ja. Deswegen ist ein Dessert auch nach dem Essen und nicht irgendwann tagsüber, ja, was man dann einfach so ein Stück Sachertorte uns reinpfeifen, ja, sozusagen. Ne? Genau. Was noch passiert, wenn wir zu viel Insulin aufnehmen? Wir bilden sozusagen, wir haben eine Leptinresistenz. Leptin ist unser Hormon, was unser Sättigungsgefühl im Gehirn auslöst. Leptin wird aus Fett gebaut im Körper. Ja, also ist eigentlich logisch, wir werden fetter und dadurch bildet man mehr Leptin und dadurch haben wir weniger Hunger und nehmen wieder ab. Das wäre der Traumzustand. Aber Insulin unterbricht diesen Kreislauf. Ne? Also wer oft einen hohen Blutzucker hat, der hat auch Leptinresistenz mit der Zeit. Das heißt, wir haben kein wirkliches Sättigungsgefühl mehr. Ne? Und wir haben auch ständig Blutzuckerschwankungen. Ne? Leptin ist ein wichtiges Punkt. Die zwei Mäuse, die ihr hier seht, da haben wir lediglich den Leptinstoffwechsel verändert. Wenn man das dann wieder umgekehrt macht, dann wird die andere Maus wieder dick und die andere schlank. Ja, das geht, indem man einfach Insulin reduziert in dem ganzen Stoffwechsel dieses Tieres. Na, so sieht es dann aus. Sozusagen gleiche Nahrung wird den Mäusen zur Verfügung gestellt. Die eine Maus ist nur am Fressen, die andere isst ab und zu, wenn sie halt Hunger hat. Ne? Genau. Und der Leptinstoffwechsel, der korreliert jetzt auch noch
direkt mit Omega-3. Jetzt wird es wirklich spannend. Das sagt uns eigentlich schon eins, wenn wir einen hohen Omega-3-Level haben und gleichzeitig ist Insulin reduzieren, Kohlenhydrate reduzieren oder auch Synbiotik vorm Essen nehmen, vor jeder Mahlzeit, 15 Minuten vorher am besten, dann haben wir einen ganz anderen Hunger, eine ganz andere Hunger- und Sättigungssteuerung. Also das geht noch viel weiter. Das ist die Knochendichte, hat damit zu tun, die Hormone haben damit zu tun. Unser Herzmuskel arbeitet anders. Bei Frauen hat es sehr starken Einfluss auf die Menstruation, auf die Probleme vorher und nachher, auch auf aufs Datum, also ob alles richtig funktioniert. Es hat mit dem Blutdruck zu tun, mit dem Immunsystem. Ja, also das sind schon interessante Thesen, die hier in Studien ermittelt worden sind. Ich habe von dem Leptinstoffwechsel das erste Mal gehört vor etwa 15 Jahren und habe mich dann damit auseinandergesetzt. Das ist wirklich spannend, weil wenn du einen gesunden Blutzuckerspiegel hast, so wie, also ich habe jetzt einen relativ gesunden, toi, 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 ich habe überhaupt nie Heißhunger in dem Sinn. Das heißt, ich habe heute den ganzen Tag, ich möchte es einfach auch mal anmerken, ich habe heute den ganzen Tag nur einen Shake getrunken. Diesen einen Shake. Und zwei hartgekochte Eier gegessen. In dem Shake waren ungefähr 30 Gramm Eiweiß, in den hartgekochten Eiern sind es ungefähr 16 Gramm. Jetzt habe ich 46 Gramm Eiweiß und jetzt essen wir heute Abend noch Scampis gegrillt mit einem großen Schüssel Salat. So, das ist dann unser Essen heute. Und keiner Hunger. Ich habe aber jetzt vorhin auch schon eine Stunde Sport gemacht, also ziemlich intensiv. Ausdauersport. Habe aber keinen Heißhunger. Also es ist einfach normal, dass man dann, wenn man. Das ist eine Steuerung. Dieser Heißhunger ist weg. Du musst nicht in eine Tankstelle rein oder in eine Bäckerei und musst irgendwas haben innerhalb von 5 Minuten und beißt in alles, was irgendwo nach Essen ausschaut, sondern das ist die Steuerung dann. Also deswegen ist es so wichtig, mit diesem Thema zu arbeiten. Wir haben auch Synbiotik immer in unserem Shake mit drin. Und wenn wir was mit Kohlenhydrate essen, wir machen auch gern mal eine Pizza, wir machen auch gern mal Nudeln, dann nehme ich meine 2 Löffel Synbiotik einfach 15 Minuten vorm Essen, ja. Und dann genieße ich meine Kohlenhydrate, ja. Ich genieße es hier und weiß, es tut mir gut und die Kohlenhydrate gehen langsam ins Blut, das Insulin wird langsam ausgelöst, ich stresse meine Bauchspeicheldrüse nicht so. Oder wenn man weiß, man trinkt mal ein Glas Wein oder zwei, dann kann man auch mal so ein Synbiotik vorher nehmen, gell? Ganz spannend. So, weiterer wichtiger Punkt. Omega-3 hilft gleichzeitig dem Mikrobiom, genauso wie die präbiotischen Ballaststoffe aus Synbiotik. Jetzt ist es so, dass unser Darm auch für Übergewicht sorgt. Ne? Adipositas steht da links. Ne? Also wir können zunehmen, nicht weil wir zu viel Kalorien essen, sondern weil unser Darm die Energie gar nicht mehr richtig bereitstellt. Der nimmt die Nahrung nicht mehr richtig auf. Der hat Probleme überhaupt, sich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Der speichert dann, der suggeriert unserem Gehirn, weil wir haben ja die Darm-Hirn-Achse, 90% unserer Darm Informationen gehen zum Gehirn, ne? Das ist die Darm-Hirn-Achse, googelt es gerne mal. Es gehen nur 10% der Informationen vom Gehirn zum Darm. Jetzt sagt unser Darm zu unserem Gehirn, ach, du musst eigentlich mehr essen, geht's nicht gut, ich brauche Stoffe. Das ist im Übrigen auch die Zelle über Botenstoffe zu unserem Gehirn, ne? Wenn es der Zelle nicht gut geht. Also es liegt nicht an den Kalorien, es liegt an den Nährstoffen. Die Zelle muss nicht nur von den Kalorienersatz sein, das ist sie sowieso nicht. Sondern sie nimmt sich sowieso eigentlich das, was sie braucht. Aber wenn sie von Nährstoffen nicht satt ist, suggeriert sie oder sendet ein Signal zu unserem Gehirn, ich brauche bitte Essen. Vitalstoffe erhöhen also unser Sättigungsgefühl, das müssen wir verstehen. Wer einen Vitalstoffmangel hat, hat automatisch mehr Hunger, der nimmt automatisch mehr Kalorien auf, weil der Darm und die Zelle sagt, gib mir bitte mehr Kalorien. Weil das, was ich bis jetzt bekommen habe, das hat nicht funktioniert. Und diese drei Brezen. Und dieses Butterhörnchen und was weiß ich, was alles gibt. Und dann noch irgendwo die Pizza und die Nudeln, die wir zwischendurch reingefeuert haben. Da waren keine Vitalstoffe drin. Ja, sondern der Darm sagt, ich bin unterversorgt, obwohl er zum Platzen dick voll ist. Ja, und dann, was macht er? Er sagt für schlechte Zeiten, wir suggerieren mal dem Gehirn, lager das mal alles ins Fettgewebe ein, weil vielleicht haben wir mal schlechte Zeiten. Gell? Also, das muss man verstehen. Unser Darm kann den Stoffwechsel um bis zu 100% verändern, von 1000 auf 2000 Ruhekalorien, um bis zu 100%. Nur unsere Zellen und unser Darm kann das, ja. Also ich kann 2000 Ruhekalorien haben, weil auch unsere Muskeln, je mehr Muskeln wir haben, umso mehr Ruhestoffwechsel auch. Deswegen müssen wir auf unsere Muskeln achten. Und umso besser, dass es unseren Zellen geht, umso besser, dass es unserem Darm geht, umso mehr Ruhekalorien verbrauchen wir.
Und das bedeutet, wir nehmen nicht so viel zu, beziehungsweise wir nehmen leichter ab. Weil wenn wir dann in Diäternährung gehen, also wenn wir die Kohlenhydrate reduzieren, wenn wir die Proteine erhöhen, ne, das ist immer wichtig. Immer wenn wir die Kalorien reduzieren, müssen wir die Proteine erhöhen. Sonst isst unser Körper die eigenen Muskeln. Ja, wie viel Proteine braucht man? Mindestens ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Mindestens. Also wer 100 Kilo wiegt, braucht 100 Gramm. Wer 50 Kilo wiegt, braucht 50 Gramm. Wir empfehlen aber in einer Diätphase 1,5 Gramm mindestens. Ja, Sportler brauchen bis zu 2 Gramm. Auch 2,5 dann, wenn es in Kraftsport reingeht. Aber mehr braucht man dann auch nicht, weil man muss es ja auch verstoffwechseln. Ja. Aber 1,5 Gramm würde bedeuten, ich habe zum Beispiel 84 Kilo, ich müsste dann 130 Gramm Eiweiß jeden Tag aufnehmen. Das ist nicht einfach, das kann ich euch sagen, ja. Ich komme heute vielleicht auch mit meinem zweiten Shake heute Abend noch auf vielleicht 80, 90 Gramm, ja. Ist jetzt in Ordnung, aber ist nicht weltbewegend, gell? Ist nicht weltbewegend. Also deswegen achtet wirklich auf Eiweiß, achtet auf Eier, achtet auf Fleisch, Soja, Tofu, Hüttenkäse, Magerquark. Achtet auf, ja, Hülsenfrüchte, Linsen. Ihr müsst mit dem Eiweiß hoch, wenn ihr abnehmen wollt, dann tut er euch wesentlich leichter, weil Eiweiß ist wiederum Stoffwechsel und Stoffwechsel bedeutet auch bessere Muskulatur. Eiweiß ist ja Muskeln und dadurch haben wir natürlich auch überall mehr Dampf drin, das Immunsystem ist, Stoffwechsel wird höher und so weiter. Also ein wichtiger Punkt. Man sieht auch, was der Darm sonst noch für uns tun kann. Ne? Ist wirklich wichtig zu verstehen. Jetzt kommen wir zum Extent. Jetzt, wenn so Menschen zu mir sagen, Gerhard, ich ernähre mich gesund, dann kann ich die Uhr stellen. Also, ich habe ganz wenige Menschen erlebt in den 40 Jahren, die ein super Blutbild hatten. Und ich spreche dabei nicht von einem Blutbild, das man beim Arzt kriegt, ein Standardblutbild, wo du in der Norm bist. Diese Norm wurde über die letzten 50 Jahre ständig reduziert, weil die Menschen die Werte nicht mehr erreicht haben. Sondern ich spreche von einem Spitzenblutbild eines Sportlers, eines Athleten, eines Topmanagers, eines Astronauten. Ich weiß, es hört sich jetzt crazy an, ja, aber glaubt mir eins: Diese Menschen haben vollkommen andere Blutwerte. Die haben andere Werte, wenn man die Vitamine misst, wenn man die Mineralien misst, die Hormone, die Aminosäuren. Die haben von allem mehr, deutlich mehr. Und deswegen ist halt auch sind die Menschen halt auch sehr, sehr gesund, wenn sie entsprechend beraten worden sind. Also es gibt auch Sportler, die haben keine Ahnung, die haben auch keine Berater. Das haben wir erlebt, da jetzt in den 90er Jahren noch in der Bundesliga und so weiter oder im Davis Cup Team oder im Boxen. Ich habe auch die Klitschkos zum Beispiel betreut in den Anfang der 2000er Jahre, als sie in Hochform waren, da konnte ich die Ernährungspläne da schreiben und ihnen helfen mit Produkten. Da haben wir viele Messungen auch mit Boxern gemacht, mit Kampfsport. Hi, wie geht's dir? Ja, immerhin noch in Bewegung. Und du bist immer noch am Trainieren da drüben, Ich oder? kann es mal wieder umschalten. Gerade im Moment Sekunde. nicht. Ich habe irgendwie was am Knie, dann bin ich Oh, hier schon längst gelaufen. ja, behüte dein Knie. Und Moment, das ist ich habe hier so ein bisschen an das die Rumpf. Görgi, genau, die Görgi. Ich habe mir schon gedacht, gell, Freunde. Die ist unterwegs beim Joggen. So, genau. Oder laufen, wie auch immer. So, gehen wir zurück. Also dieses Thema. Jetzt, wenn man natürlich sagt, okay, Gerhard, jetzt brauchst du jeden Tag B2, B3, B6, B9, B12. Du brauchst das Vitamin C, das Vitamin D, das Vitamin E. Du brauchst Magnesium, Eisen, Zink, Jod, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän. Wisst ihr, das ist alles schön und gut. Aber wenn da in Klammer steht 100%, dann muss ich mich um nichts mehr kümmern, versteht ihr? Das heißt nicht, dass ich mich ungesund ernähre. Aber ich habe einfach mal die Grundausstattung. Ich habe meine Grundausstattung wie fürs Auto. Ich habe mein Öl, mein Benzin, mein Wasser, mein Scheibenwischwasser ist voll. Ich habe Reifen, wo ein Profil drauf ist. Ich kann erstmal loslegen. Und mit diesem Xtend kann ich natürlich noch weitere Dinge tun. Nämlich ich kann über ganz spannende Stoffe wie zum Beispiel Coenzym Q10 oder Kurkuma meinen Stoffwechsel anregen. Coenzym Q10 erhöht die Herzmuskelleistung bis zu 20%. Ja, also je nachdem, nach Alter. Ab 40 Jahren ist es eigentlich empfohlen. Wir bauen immer weniger, je älter wir werden. Coenzym Q10, ja. Gerne mal googeln. Q10, Wirkungen im Körper. Kurkuma, wissen wir alle. Stoffwechsel fördern, entzündungshemmend, antioxidativ. Ja, dann haben wir Grünteeextrakt, Stoffwechsel erhöht. Ja, wissen wir auch, ne? Grüntee trinken wir auch immer regelmäßig. Also wir zumindest, ne? Dann haben wir Brokkoliextrakt, Stoffwechsel erhöht. Eigenextrakt, Stoffwechsel erhöht. Das heißt, dieses Extend bringt uns nicht nur die Vitamine und Mineralien, es bringt uns auch wertvolle Sachen. Lutein und Zeaxanthin ist zum Beispiel für die Augen sehr wichtig. Lycopen ist für die Zellteilung und für die Zellgesundheit als Antioxidant sehr wichtig, dass die Zelle eben auch stabil bleibt.
diese ganzen antioxidativen Stoffe sind wichtig. Also da haben wir natürlich ein super Produkt auch. Jetzt haben wir schon gesehen, jetzt haben wir die Versorgung der Zelle, wir haben Omega-3, wir haben die Ballaststoffe. Ja, wer das auf natürlichem Weg schafft, wunderbar, Hut ab, Kompliment, ja. Also ich muss ehrlich sagen, es ist erstens wirklich sündhaft teuer, das zu schaffen auf natürlichem Weg. Ich müsste jeden Tag in Bioladen. Ich muss mir richtig viel aussuchen. Das kostet richtig viel Geld auch. Und hier habe ich 3 € am Tag für das ganze Thema in etwa, 3,50 € und kann da wunderbar damit arbeiten. Und jetzt haben wir noch unser Geheimmittel, sage ich mal. Weil, wie kann man es am besten machen? Man soll ja weniger Kalorien aufnehmen, aber gleichzeitig versorgt sein. Und das ist die Kunst, ne? Also wie in der Astronautennahrung, das ist vielleicht zum Abschluss, wir müssen im grundsätzlich, um abzunehmen, da führt kein Weg dran vorbei, wir müssen weniger Kalorien aufnehmen, als wir verbrauchen. So, wir kriegen den Stoffwechsel höher, das haben wir jetzt gelernt, wir kriegen den um 500, 600 Kalorien höher, ohne weiteres, ja. Aber wir müssen dann auch schauen, dass wir eben weniger aufnehmen, als wir praktisch tatsächlich verbrauchen. Und jetzt müssen wir auf eine Diät gehen mit 1000, mit 1200, 1300 Kalorien, um bei 1800, 500 am Tag zu verbrennen. Na, das ist, nehmen wir vielleicht in der Woche 1 Pfund ab, wenn man da gewissenhaft arbeitet, als Beispiel. Ja, das ist auch eine gesunde Menge. Alles, was schneller geht, nimmt man auch ganz dazu. Ne? Ihr kennt das alle. Die Muskeln haben ja, die wiegen erst Dreifache von Fett. Wenn wir schnell abnehmen, verbrennen wir meistens Muskeln, ja? Weil die Muskeln das Dreifache von Fett wiegen. Ne? Also ein Tennisball, Muskeln wiegt fast so viel wie ein Handball Fett. Nur, dass man mal ein Gefühl hat. Und wenn man dann natürlich da schnell abnimmt, hat man meistens die Muskeln mit verheizt. Ne? Oder Wasser im Körper auch, was man natürlich dann über Wassermangel dann auch spürt, man dehydriert dann. Aber hier habt ihr mit Eiweiß und mit 25 Vitaminen und Mineralien, habt ihr mit 160 Kalorien, ja, also 115 steht hier. Es gibt von 115 bis 160, weil wir haben 4 verschiedene Geschmacksrichtungen. Habt eine super Versorgung und seid 2 bis 3 Stunden satt. Also das ist unser Geheimtipp, den wir mittags irgendwo essen und trinken. Einmal am Tag, ja, also eine große Mahlzeit und das ist unsere zweite Sache, die wir machen. Und dazwischen gibt es an sich nur Eiweißsnacks bei uns, ja. Ab und zu gibt's mal einen Kuchen auch oder sowas, ja. Aber das genießt man dann auch, das ist aber kein Standard, ne? Oder es gibt zum Beispiel mal Früchte mit Magerquark oder es gibt Hüttenkäse. Aber es ist, wir schauen immer, dass wir irgendwie Eiweiß erwischen, ja. Und Joghurt hat nicht so viel Eiweiß, aber da haben wir den griechischen Joghurt, der hat 10% Fett. Fett ist nicht schlimm, ne, haben wir gelernt. Und wir nehmen halt auch viel Produkte, die einfach gute Fette enthalten letztendlich. Ja, gute Öle haben wir zusätzlich sowieso daheim, Leinöl, Olivenöl und so weiter. Aber dieses Thema mit dem Shake ist wirklich super gut, weil ihr habt hier nicht nur dieses Proteinpulver drin, was immer wertvoll ist und was eine Sättigung macht, sondern ihr habt auch die Ballaststoffe von Sinobiotik nochmals mit drin. Ihr könnt es also zeitversetzt am Tag verwenden, auch als Hauptmahlzeit oder Mahlzeit. Und jetzt ist es ein bisschen klein geschrieben. Ihr seht aber hier, ihr habt hier auch eine enorme Menge an Mineralstoffen und an Vitaminen drin, die aus dem Xen noch mitkommen. Das heißt, ihr seid genial versorgt mit dem Health-Protokoll. Ja, ihr könnt also das Öl nehmen, ihr könnt das Lean Complete, Entschuldigung, den Lean Shake nehmen, ihr könnt das Sinobiotik nehmen und wenn er sagt, okay, nee, ich möchte gerne ein bisschen mehr Vitalstoffe, ich habe Lust drauf, dann nehmt ihr das Xtend und den Lean Shake. Ja, aber ihr könnt natürlich, wenn er sagt, ich will abnehmen, dann könnt ihr auch anstatt dem Xtend zum Beispiel den Lean Shake mitverwenden. Ja, allerdings sind die Vitamine nicht so hochdosiert wie im Xtend, aber es ist eine wichtige Maßnahme. Denn wenn wir Nährstoffe aufnehmen, sollten wir auch immer Vitamine mit aufnehmen. Denn was muss der Darm damit machen? Er muss sie ja verstoffwechseln. Und wie macht er das? Er macht das mit Enzymen und Vitaminen. Und deswegen und auch mit Mineralien, weil der Säure-Basen-Haushalt ist auch ein wichtiges Thema. Also Mineralien können wir eigentlich nicht genug haben. Ne? Also ich hoffe, das hilft euch so ein bisschen jetzt, dass ihr da mal reinkommt in das Thema. So ein Beutel kann man schön mitnehmen. Ja, trinkt den, mischt den mit Wasser entsprechend, dass er euch schmeckt. Trinkt noch ein Glas Wasser mit hinterher am besten. Und verwende den als Zwischenmahlzeit, wenn ihr nach der Arbeit vielleicht noch zum Sport wollt und habt Hunger, nehmt dann nicht irgendwie Kohlenhydrate auf. Der hat auch praktisch diesen Zucker, der da drin ist, dieser sogenannte Zucker, der besteht nicht aus Zucker, sondern es ist der Zucker, der aus den Inhaltsstoffen auch kommt, aus den Ballaststoffen, aus dem Getreide. Ja, insofern ist es also ein Mehrfachzucker auch, der praktisch damit verstoffwechselt wird.
Ballaststoffe sind natürlich super mit drin, ja. Wir brauchen ja am Tag 30 Gramm und ein Beutel hat 7 Gramm. Und diese 7 Gramm, die allein in dem Beutel da drin sind, oder auch in der Portion Sinobiotik mit 7 bis 10 Gramm, das ist die Menge, die wir den ganzen Tag aufnehmen in Deutschland. Wir nehmen nur 7 Gramm, 7 bis 10 Gramm Ballaststoffe auf und das zeigt uns auch, wie wichtig das Ganze ist. 4 Geschmacksrichtungen, 2 davon sind vegan und sind mit Erbsenprotein gemacht und 2 davon sind mit Mäugeprotein gemacht, Schokolade und Strawberry. Das sind unsere Favoriten, aber warum? Weil mir halt Schokolade gut schmeckt und das Erdbeer ist auch sehr gut. Das Erbsenprotein schmeckt etwas anders, ja, ist nicht ganz so intensiv. Vanille und Waldbeere ist da mit dem Erbsenprotein gemacht, ne? Aber das ist natürlich jedem selber überlassen, wie er das machen möchte. Ja, das war eigentlich heute mein Vortrag. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen unterstützen. Zusammenfassend ist zu sagen, erstmal den Test machen, den Ölwechsel mal machen, den mal starten als erstes, mit dem Gastgeber auch sprechen. Und dann versuchen im Großen und Ganzen wirklich auch dieses Thema praktisch zu beginnen, indem wir überlegen, wie oft essen wir eigentlich? Haben wir diese 5 Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten? Haben wir eigentlich da einen Eiweißanteil mal mit dabei, wenn wir was essen? Essen wir einen Salat als Vorspeise? Essen wir Gemüse als Vorspeise? Oder fangen wir direkt an? Ne? Das sind so Dinge, die wichtig sind. Und dann natürlich gerne auch das Sinobiotik verwenden. Ich kann es immer nur wieder wiederholen. Wenn man heute mit 3, 4 Euro losgeht in den Super Bioladen und will sich diese ganzen Wirkungen holen, die man hier zur Verfügung hat, auf Deutsch gesagt messbar, auch über den Langzeitblutzucker zum Beispiel, auch über meinen Omega-Wert, das ist nicht machbar mit diesem Geld. Das ist sehr, sehr schwierig, ja. Und ihr sollt ja trotzdem gut versorgt sein. Ihr wollt gesund sein, ihr wollt leistungsfähig sein. Dafür braucht ihr die Vitamine, dafür braucht ihr die Mineralien. Und da draußen herrscht ein großer Vitamin- und Mineralmangel. Der Säure-Basen-Haushalt ist bei 90% der Menschen so ein bisschen in Schieflage. Und diese Unterversorgung, die wirkt sich natürlich aus auf den ganzen Stoffwechsel. Und dann lagert sich das Fett ein nach und nach und wir kommen aus der Falle einfach nicht mehr raus, gell? Also, ich schaue noch mal in meinen Chat, ob es da noch was Neues gibt von eurer Seite. Ob ich was vergessen habe. Genau. Es sieht gut aus, Bären und genau die Bären. Wir haben viele Bären immer da, ja. Niedrigen glykämischen Index und schmecken natürlich wahnsinnig gut, gell? Kann man einen Leadshake auch ohne Bären? Ja, logisch. Man kann den Leadshake machen, wie man möchte, gell? Wir nehmen halt das als Hauptgang sozusagen. Deswegen hauen wir sogar noch extra Protein mit rein. Da haben wir uns einfach ein normales Protein gekauft. Dann haben wir Bären mit drin. Dann haben wir 2 Esslöffel Magerquark mit drin. Ein Löffel Griechen mit drin. Dann die Früchte, die wir da haben, schneiden wir klein. Das sind auch manchmal Mangos, das sind manchmal Pfirsiche. Das kommt alles mit rein. Das Ding ist cremig und ist ein Riesenbecher. Und den trinken wir langsam aus, also nicht auf einmal. Bist du eigentlich, ja, 4, 5 Stunden bist du topfit. Das muss man wirklich sagen. Genau, was haben wir noch? Darmprobleme weg, Heißhungerattacken sind weg. Genau, Cola Light ist toxisch, das weiß ich ja. Aspartam, Frank, vielen Dank, dass du mir das mal wieder zum 397. Mal sagst. Ich muss da natürlich auch, ich weiß es ja auch, ja. Und mittlerweile bin ich dann schon so weit, wenn Cola, dann ein richtiges Cola, gell? Und dann haben wir wenigstens auch nur mit dem Zucker auch was gemacht, ja. Genau, was haben wir noch? Balance-Test, immer mit dem Balance-Test anfangen, genau, Michael, das ist das Wichtigste, gell? Und Gewicht über Muskelaufbau und Leadshake, ja, klar. Und ich habe auch Leute, ganz ehrlich, die machen meine Hardcore-Diät, die essen, die nehmen 2 Leadshakes am Tag mit dem Sinobiotik gemischt. Da macht es noch mehr satt, ne? Leanshake plus Sinobiotik, noch mehr Ballaststoffe und sagen, du, ich esse am Tag nur noch einmal und da esse ich nicht viel. Die wollen halt vielleicht vom Urlaub oder nach dem Urlaub, ja, da geht es ja auch wieder los, das Problem. Da wollen die mal schnell so eine Woche reinhauen, wo die sagen, ich gehe mal rein, lass Alkohol weg. Da nimmt man dann schnell mal 3, 4, 5 Kilo ab. Ja, das habe ich selber auch schon ausprobiert. Das funktioniert hervorragend. Gut, ihr Lieben, dann bin ich durch, ja. Möchte mich herzlich bedanken für deine Zeit heute am Feiertag. Und natürlich, wie gesagt, Fragen gerne an uns, an die Partner, an jeden, der unterstützen kann. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, ernährt euch gesund und bleibt in Bewegung, ne? Schönen Abend noch. Vielen, vielen Dank zusammen. Ciao. Tschüss. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Danke. Gerne. So.